Hallo, heute benutzen wir mal wieder ganz besonders schönes Holz und warum, das wisst ihr entweder, weil ihr den Titel gelesen habt oder weil ihr es gleich erfahrt. Viel Spaß dabei! So, heute bauen wir uns ein Servierbrettchen, was aber eigentlich nicht zum Servieren ist, sondern ich denke, das landet wahrscheinlich bei mir auf dem Schreibtisch und ist so eine Art Ablage, Organisations, Mülleimer-Ding. Und dafür benutzen wir dieses super schöne Holz. Wer weiß, was es ist, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Es wird wahrscheinlich im Laufe des Videos ein bisschen einfacher zu beantworten. Und wir kombinieren heute mal super alt, denn das ist wie immer Holz von meinem Großonkel. Also das hat jetzt 30 Jahre gelegen, ist also super alt. Und wir kombinieren das hier mit Siebdruckplatte. Die möchte ich als Boden benutzen für das Organisations-Servier-Tablett, was auch immer Ding. Denn die Oberfläche davon ist einfach super gut. Das ist schön glatt, das heißt, egal was man draufstellt, lässt es sich danach wieder ganz gut abwischen. Und unten drunter ist es, ja, wie immer bei Siebdruck, super hässlich. Aber das ist ja unten drunter, also stört uns das nicht. Ja, und was machen wir jetzt? Als erstes fangen wir mal an, die Teile zuzuschneiden. Wie man an diesem Stück sieht, habe ich das schon halbwegs zugeschnitten, weil das war eine Bohle in Anführungszeichen, aber 1,5 cm dick ist jetzt keine Bohle für mich. Trotzdem müssen wir hier noch eine Seite zuschneiden und wir müssen noch alle Seiten vom Boden zuschneiden. Das machen wir aber erst, wenn der Rest fertig ist. Ja, also schneiden wir jetzt, das habe ich schon mal festgelegt. Los geht's. Ich habe eben gerade zwei Schnitte für den Einlegeboden gemacht und die beiden Schnitte habe ich einfach ein bisschen versetzt gemacht, um genau zu sein, 6 mm versetzt. Das heißt, unsere Siebdruckplatte passt am Ende da rein, aber im Moment haben wir noch einen kleinen Streifen hier drin stehen und theoretisch gesehen könntet ihr das auch mit der Formatkreissäge noch wegsägen. Wir machen das aber anders, wir machen das mit dem Stemmeisen. Und was man natürlich auch sagen kann, alle Schnitte, die ich gerade gemacht habe, die einfachen Längsschnitte und auch die Winkelschnitte, das könnt ihr natürlich mit einer Kappsäge selber machen, das könnt ihr theoretisch mit der Führungsschiene machen oder ganz einfach per Hand, geht auch, ist eine super Übung. So, wir machen aber weiter und stemmen das raus, was noch da ist. Wenn wir jetzt dieses kleine Stückchen Holz hier rausstemmen wollen, dann fangen wir natürlich hier einfach erstmal an. Und das meiste löst sich schon von alleine. Wir haben natürlich jetzt aber trotzdem hier noch so einen kleinen Rest, der auch weg muss. Und was wichtig ist, ist, dass wir jetzt nicht einfach volle Möhre hier durchzimmern, weil sonst bricht uns im Zweifelsfall auf der anderen Seite das Holz aus und das wäre super schade. Das heißt, wir drehen uns das jetzt einfach einmal um und machen dann von der anderen Seite einfach genau das Gleiche. Wir gucken, dass wir hier so ein bisschen die Mitte nehmen, dann ist die weg. Dann haben wir den Großteil in einem Stück schon weg und dann haben wir hier drin noch wieder den kleinen Rest, den wir hier wegmachen, was man jetzt auch. Also ich sehe es, ihr seht es nicht. Der eine Schnitt ist jetzt hier ein bisschen tiefer als der andere. Das macht aber nichts. Das sieht sowieso am Ende kein Mensch, weil ja hier das andere Holz drauf sitzt und der Boden sitzt am Ende eh drin. Das heißt, das ist sozusagen jetzt gar nicht mal so schlimm. Und genau das Gleiche machen wir natürlich jetzt hier bei den längeren Stücken auch. Machen uns die schön fest. Und wichtig ist, ihr könnt natürlich auch einen Hammer benutzen, wenn ihr das hier vorne macht, aber so viel Kraft braucht man dafür jetzt nicht. Und der Trick dabei ist auch, oh, das war jetzt sehr einfach, das ist jetzt einfach in eins komplett raus, das, ja, das ist Glück, das ist, wenn ihr
Holz mit einer sehr, sehr geraden Maserung habt, dann kann das passieren. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen. Hier sehen aber, hier ist ein bisschen was ausgerissen. Das heißt, das müssen wir noch rausholen. Und der Trick ist, dass ihr nicht versucht, das Eisen so zu benutzen. Nur am Anfang, denn wenn man so stemmt, hat man die Tendenz, dass man immer tiefer gräbt. Dafür ist dieser andere Winkel. Benutzt es einfach andersrum, legt es so ab. Ihr habt diese Auflagefläche hier und dann könnt ihr 1A hier in der vorgegebenen Ritze sozusagen alles rausholen und schwuppdiwupp ist das Ganze perfekt sauber und wir können den Boden nachher einfach da reinfallen lassen. Yay! An einer Seite hätte ich es ganz gerne, dass man so ein bisschen einen Eingriff hat, sozusagen, dass der Rand nicht genauso hoch ist wie überall sonst, sondern dass es ein bisschen tiefer ist. Das zeichne ich mir jetzt hier einfach mal ein. Ich habe da so eine grobe Idee, was ich möchte und mache das so ein bisschen asymmetrisch, was ja auch manchmal ganz attraktiv sein kann. So, und wenn ich das gemacht habe, male ich hier auf mein Ding drauf, kleiner Fauxpas, und verbinde die beiden Linien einfach, beziehungsweise ich schaue nochmal, dass die auf einer ähnlichen Höhe enden. Ich mache das einfach so. So, und schwon, schwon. Schon haben wir hier den Eingriff, den ich gerne hätte. Den werden wir jetzt mit der Bandsäge einmal aussägen. Eventuell wird er durch das Aussägen noch ein bisschen rund. Ich weiß noch nicht, ob ich das will oder nicht. Insofern, das ist jetzt erstmal nur die grobe Form. Wir sägen es mal aus. Durch Magie ist die Kiste jetzt schon verleimt. Ich habe euch das nicht gezeigt, weil da ist das ein oder andere schief gegangen. Das heißt, ich musste mich ganz schön doll beeilen. Ja, aber sie ist jetzt erstmal verleimt und sieht schon ganz okay aus. Was ich jetzt aber mache, ist, dass ich überall rundrum an die Kanten eine schöne Rundung dran fahre, damit das Ganze einfach ein bisschen besser aussieht. Wenn ihr an solchen Flächen die Kanten fräst, da kann es euch hier meistens nicht passieren, aber an der hinteren Kante, wenn ihr also so durchfahrt, kann es passieren, dass euch das hier ausreißt. Und der Trick, den ich dafür mal benutze, ist, dass ich bis relativ weit vorne ranfahre, ungefähr bis hier, da sind noch so 2 Zentimeter Platz, und dann ganz vorsichtig von hier rückwärts einfahre. Das heißt, ich drücke sozusagen entgegen der Faser, sodass sie nicht ausbricht. Ich zeige euch das einmal, wie ich das meine. Ihr seht, dadurch, dass ich hier rückwärts reinfahre und das Ganze sozusagen von hier zusammendrücke, bricht uns hier nichts aus. Das ist natürlich klasse, weil wenn uns das jetzt am Ende ausbricht, wäre das ziemlich schade. So, heute ist alles anders in unserem Video. Ihr habt gesehen, wie ich schleife. Und ihr seht jetzt auch, wie ich hier ein bisschen Leinöl drauf mache. Ich mache da jetzt keinen super abweisendes sonst wie Finish drauf. Denn das ist jetzt wirklich eine Box für jeden Tag. Das heißt, die wird jetzt doch auf meinem Schreibtisch auf jeden Fall landen. Ich finde sie nämlich schön und da finde ich es bei meinen Sachen, mag ich das immer sehr, wenn die einfach normal mitaltern. Also ich möchte jetzt das gar nicht aufhalten. Das ist also in Ordnung, wenn die in einem Jahr
benutzt aussieht und Dellen in der Oberfläche hat und all solche Sachen, das ist völlig in Ordnung. Insofern reicht das jetzt, wenn ich hier so ein bisschen Leinöl nehme, für mich völlig aus. Und es geht vor allen Dingen auch schnell. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt gleich auch schon mitnehmen. Und das ist ja schön. Und eine Frage habe ich noch an euch, nämlich könnte ich mir vorstellen, dass dieses Ding irgendwie so einen Griff gebrauchen könnte. Und wenn ihr das auch so seht, dann schreibt das mal unten in die Kommentare, weil dann gibt es eventuell zu dem Video noch einen Teil 2, wie wir diesen Griff bauen. Ich bin mir aber einfach nicht sicher, ob das jetzt einen Griff braucht oder nicht. Deswegen müsst ihr das entscheiden. Und ganz im Allgemeinen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Abo da. Wir sind jetzt schon 800 Leute, denen das gefällt, was ich hier mache. Das ist ja der Wahnsinn. Können gerne 1000 werden. Und ansonsten öle ich jetzt hier noch ein bisschen weiter und zeige euch wie immer noch Aufnahmen, wie das Ganze fertig bei mir dann in der Wohnung aussieht. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Ciao.